Servus Leute, willkommen zurück zu Zelda 1. Osu und Final sind immer noch da. Hallo. Hi. Und ja, ich gehe weiter herum. Moment, hier sitzen. Habe ich hier schon getrötet? Ich weiß nicht. Mann! Ich finde alles und gar nichts. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich werde diesen Part und vielleicht den nächsten noch, je nachdem, noch versuchen, auf eigene Faust irgendwas zu finden. Und wenn nicht, dann lasse ich mir einen Weg ansagen, weil im Ernst, stundenlang hier durch die Gegend zu laufen, das macht auch keinen Spaß. Ich würde aber auch sagen, es wird auf Dauer denn langweilig, nur rumzusuchen. Du hast den Hinweis im 9. Dungeon schon gesehen. Das war aber nicht der Pfeil, oder? Doch. Ist der von gerade eben, was nach links zeigt? Naja, weiter nach links, als du eben warst, kannst du ja nicht. Ja, deswegen ja. Ja, wenn du mal auf die Karte guckst, wenn du ganz links bist hier, dann siehst du eventuell, dass es noch weiter nach links geht. Ja, aber ich meine, auf der Ebene, auf der er jetzt ist, dann musst du noch einmal runtergehen. Ja, das heißt aber, dass er auf dem anderen Weg dann noch weiter nach links ist. Ich meine aber, Moment, auf diesen geht es nicht weiter nach links. Vielleicht dann weiter nach unten. Ja, es gibt dann bestimmt einen anderen Weg, noch weiter. Eben jetzt nach links gehen. Mhm. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Irgendjemand Steinhaglein. Moment, das da oben. Ah. Das sah auch verdächtig aus. Ne? Ja, wahrscheinlich auch. Du hast meine Tür geöffnet. Gold. Ihr könnt spielen um Geld. Let's play Money Making Game. Soll ich? Hast ja nichts zu verlieren eigentlich. Na gut. Außer 10 Rubine. Plus 20? Die hättest du bekommen, wenn du diesen Rubin berührt hättest. Aber jetzt hast du nur 10 verloren. Wenn du den linken berührt hättest, hättest du 40 verloren. Bei meinem Glück wäre es natürlich der minus 40er gewesen. Nö, aber du hast ja den minus 10er hast du ja. Ja, scheißegal. Erwischt. Es ist genauso, als wenn man sich ein Los kauft und dabei nichts gewinnt. Das ist mir egal. Einfach nur ein Chest for fun. Ja, deswegen meine ich ja, du hast ja genug Geld. Also so viel verlieren kannst du da ja nicht. Oh, ein Händler, der mir seine dreckige Ware preisgibt. Wehe, schmeißt eure Sachen. Haut ab! Ich bin bewaffnet und gefährlich. Naja, ich bin bewaffnet, aber alles andere ist gefährlich. So, habe eigentlich nach unten geguckt, gedrückt. Hör auf mich, durch die Gegend zu fetzen. Sind das überhaupt Viecher, Zyklopenritter oder wie? Amos-Ritter heißen die, ne? Mhm. Eigentlich wollte ich die ganze Länge da jetzt entlang bomben. Pay me for the door. Danke, du Bastard. Ich werde noch arm wie eine Kirchenmaus, wenn es so weitergeht. Mir Geld. Es ist mein Hobby, die Türen alter Männer einzutreten und diese dann reparieren zu lassen. Interessante Hobbys hast du. Naja, mein Hobby ist ja auch blöd durch die Gegend zu rennen. Siehst du ja.
teile mein Hobby gern mit anderen Leuten, wie man hier sieht. Toll. Hau ab! Morade! Wenn ich fertig bin mit dir, kannst du... Nee, sag ich nicht. Hab ich ja schon getötet. Ich glaub nicht. Oh, kann ja was werden. Seitliche Eingänge gibt's glaube ich nicht. Nee. Lass mich in Ruhe. Nein, das war ein Fehler. Will ich nicht. Das sieht so aus, als ob da auch hier so ein Eingang wäre. Sieht zumindest sehr danach aus. Zack. Oder ja, auch nicht. Mal. Danke, Vorfeld. Dann da. Genau. Lass mich raten, Tür repariert. Ja. Danke, du Fixer. Sag ich doch. Mein Hobby ist es, die Türen fremder Leute anzutreten. Seht, wie geskillt ich in dem Spiel bin. Bin ich nicht gut? Ah. Lass mich haben, Tür reparieren. Spiel. So was kannst du nicht mal mit deinem Spiel. Ich spiele ja schon ein anderes Spiel. Es weckt in mir nicht gerade die Lebensgeister, dass ich hier nichts finde. Ja, ich hatte ja schon einen Tipp gegeben jetzt, ne? Ja, Pfeil. Und? Ja, der Pfeil zeigt nach links, also. Das ist ja die oberste Linie, wo der Pfeil ist. Mhm. Und? Und? Ja, ein Raum hast du ja noch nicht alle Türen oder alle Blöcke versucht zu sprengen. Hier? Nee, da wo du eben warst. Ganz links. Hast du nur eine Bombe hingelegt. Ja, ich kann da auch nicht so großartig viel daran machen, weil ich habe nur mehr eine Bombe. Ja. Du musst halt im Notfall mehr formen, damit du mehr probieren kannst. Endlich eine andere Musik. Voila. Oh, ist das schön. Aber ich wette, ich brauche Bomben. Hin und wieder sicherlich. Mhm. Weißt du was? Aber jedenfalls weißt du jetzt, wo der... Kann doch sein, dass du die im Dungeon findest. Warum solltest du jetzt extra deswegen nochmal rausgehen? Kannst dich doch erstmal umgucken. Ja, weiß. Kann ja sein, dass Gegner dort Bomben droppen. Ich bin nur rausgegangen wegen der Fee. Oder es kann auch sein, dass Bomben so erscheinen, wenn du alle Gegner besiegt hast. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich bin nur rausgegangen, weil ich die Fee haben wollte. Ach, weil du natürlich voraus ankonntest, dass du jetzt eine Fee spawnt. Es ist einleuchtend, dass ich nach rechts gehe, nicht wahr? Ich wüsste zwar nicht, weswegen es einleuchtend sein sollte, aber... Ja, weil ich Rechtshänder bin.
Achso, natürlich, darauf kommt man natürlich sofort, wenn du das sagst. Ich hab's schon oft genug angesprochen. Ich glaube sogar in diesem Projekt. Moment, lass mich raten, ich habe kein Gesurf, oder? Oh nee. Doch. Ja, gut. Doch. Achso, sogar. Ich will nicht. Sogar doppelt. Was? So, dann ist das Rote das Starke. Dachte, das Rote wäre das Schwache und das Blaue das Starke. Geh durch! Hm, was muss ich hier wohl machen? Sehe schon mal, dass ich so falsch bin. Danke. Ihr Säcke. Die Entwickler hassen mich. Ja, die haben, als sie das Spiel programmiert haben, haben die so gesagt, oh, jetzt wollen wir mal den Wolf so richtig trollen. Ja, na klar. Was seid ihr denn Geiles? Lanmolas heißen die. Ah, Bomben, siehst du. Okay, die Teile mag ich. Die erinnern mich irgendwie an Super Castlevania 4 an diesen einen Wurm da. Nein! Haut ab! Wenn Super Castlevania 4, gab es Würmer? Ja, ein Level, wo am Ende dieser Ritter ist. Da gab es so einen geilen Wurm. Gerade mal überlegen. Hallo. Der hat so einen coolen Effekt drauf, wenn er sich bewegt. Meinst du in der Bibliothek? Nee, es war nicht in der Bibliothek, oder? War es Bibliothek? Ich weiß, es war irgendwo draußen, wo dann das Gemälde war und dich festgehalten hat, während die Fledermäuse auf dich zugestürmt kamen. Mhm, die Gemälde gab es nur in der Bibliothek, deswegen, ja, das war dann... Jetzt weiß ich auch, was du meinst. So ein geiler Wurm. Geil animiert vor allem. Nur war der denn weg, wenn man dann... man war ja erst oben und dann, wenn man unten zurückgeht, dann war er wieder weg. Ja, der Wurm kommt, glaube ich, nur einmal im ganzen Spiel vor. Ja. Leider. Dann, irgendwann verschwindet der auch. Mhm. Und der macht so ein cooles Geräusch, so... Ich kann es überhaupt nicht wiedergeben. Das sind so 16-Bit, das kann man mit der Stimme gar nicht wiedergeben. Ich meine, mit der Stimme kann man andere Sachen, wie zum Beispiel Glas vibrieren lassen oder so. Nur kann ich das nicht. Ich glaube, das früher mal, aber jetzt bin ich mittlerweile schon so ein alter Knacker, da habe ich keine so eine schrille, helle Stimme mehr. Oh, die geilen Tiere. Übrigens, da du das ja jetzt gefunden hast, nochmal die Anmerkung, der Pfeil ist übrigens in beiden Durchgängen der Hinweis auf den 9. Dungeon. Nein, 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 nein. Denn in beiden Durchgängen zeigt er auf den 9. Dungeon. Ja, stimmt. Was ich jetzt gern hätte, wäre eine Karte. Du hast wieder nur mit dem Schwert geschlagen. Du sollst durchgehen und nicht schlagen. Ja, hab ich ja. Deswegen habe ich ja geschlagen, weil ich die Wand tot sehen will. Ja, also wenn du eine halbe Millisekunde dagegen läufst, dann reicht das nicht. Nein! Jetzt bist du im Nebenraum, ja. Aber jetzt kannst du von dort aus da oben hin. Die Entwickler sind so dreckig gewesen, als sie das Spiel gemacht haben. Haben sich jahrelang nicht gewaschen, weil sie sich dachten, oh, wir müssen uns jetzt auch so dreckig machen, wie wir das Spiel hier machen wollen. Ich finde das Spiel nicht so dreckig. Na gut, so total schlimm ist es ja auch nicht. Aber ein absoluter Hit wird es bei mir niemals werden. Leck mich am Arsch, du dreckiges, hirnverbranntes... Hau ab! Danke, dass ihr mir noch in den Rücken feuert. Ja, nicht schon wehrlos genug. Natürlich prallt das ab. Oh, das ist ja deren eigene Waffe und dagegen sind sie immun. Ja.
Kommt her. Ah ja. Kommt nie wieder her, wenn ich euch darum bitte. Ah, wir haben mir Bomben geschenkt. Ich soll mir nichts schenken, ich soll mich einfach nur heil durchs Spiel durchlassen. So, ja, Uncle Wolf, du hast Zelda 1 geschafft. Das war rekordmäßig der am längsten überhaupt für das Spiel gebraucht hat, aber egal. Ist jetzt der wievielte Part? Keine Ahnung, so um die 40 oder so. Nein, ich will saufen! Oh, gut, gut, noch gesoffen. Ich schätze mal, wenn Funk den zweiten Durchgang auch gemacht hätte, dann... dann wären das, glaube ich, auch mehr als 50 Parts geworden. Wie viel hat er für den ersten gebraucht? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber ich schätze ihn so ein, sagen wir mal so. Wie ich ihn einschätze, Lügner und ehrenlos. Übrigens hat er wieder Videos hochgeladen, seit kurzem. Das glaube ich nicht, das muss ein Gerücht sein. Erstmal ein paar Vlogs und dann noch tatsächlich Let's Play Videos. Ja, lass mich raten, er hat wieder ein neues Let's Play begonnen, nicht wahr? Mhm. Was denn? Das meinst du nicht ernst, oder? So. Ich meine, das ist ein neues Let's Play. Er ist ja schlimmer als ich. Ich möchte nicht behaupten, dass Frank Royal mehr Let's Play-Projekte hat als du. Nee, das nicht, aber im Gegensatz zu ihm beende ich mein Zeug wenigstens oder versuche es. Weil der fängt tausend Sachen an und macht keins zu Ende. Ich will zurück! Ihr Huren! Oh. Ach so, sehe ich gerade, du hast auf den Kommentar schon geantwortet hier. So. Wenn ich jetzt zum Endboss komme, dann brülle ich die Bude auseinander. Ja, danke, ihr Dreckigen. Das Spiel ist einfach alles dreckig. Es hat sich niemals auch nur eine einzige Sekunde lang gewaschen. Vor allem, wenn sie so eine Bewegungsmuster haben. Also, das er hat vor einer Woche Let's Play Might and Magic 6 angefangen. Da hat er jetzt 4 Parts hochgeladen. Bin wieder am Anfang. Soll mal das machen, was ich mir wenigstens auch angucken würde. Ich meine, gut. Mittlerweile ist mein Interesse anfangs sowieso schon fast komplett gestorben. Zum Beispiel sollte man Mega Man X2 zu Ende machen. Ja, also sollte man seine anderen Sachen weitermachen. La Mulana mal endlich fertig bringen. Das ist sein ältestes Projekt. Ich glaube, Planescape Torment. Das hat er auch nicht fertig? Nee. Autsch. Ja, und eben ein paar Vlogs hat er noch gemacht. Vlogs sind mir scheißegal von ihm. Dass der unehrenhaft ist, das weiß ich auch so. Irgendwie eine Schwedenreise macht er momentan. Oder hat er gemacht? Weiß jetzt nicht, ob er wieder zu Hause ist. Ich meine, gut, eigentlich darf ich nicht reden, weil ich genauso unehrenhaft bin wie er. Weil ich habe auch Projekte, die noch offen sind. Ich versuch's wenigstens, sie zu beenden. Ja, bei dir ist es auch so, du warst ja nicht weg aus YouTube. Ah. Er war ja ein Jahr weg. Der war länger als ein Jahr weg, glaube ich. Na, bei Mega Man X2 steht, Achso, da, ja, da schon. Na, du meinst jetzt davor noch. Da war ja auch eine Zeit lang. Ja, da war sogar 2 Jahre, glaube ich, nicht da. Funk hat bei mir, was das Let's Play angeht, verschissen. Bei mir leider auch. Ja. Ich fand ihn mal so gut. Er hätte einer der Top-Leute werden können. Aber er hat alles selbst verkackt. Ja, schade, finde ich. Ja. Aber naja, muss er selber wissen, letztendlich. Mhm. Wenn er meint, seine Fans bzw. Zuschauer im Stich zu lassen, dann. Tja. Soll er wenigstens nicht die Klappe aufreißen und so einen Stuss von sich geben? Wenn er einmal
sagen würde, ich fange mit dem Let's Play erst an und dann bleibt doch tatsächlich dabei. Okay, aber er bleibt ja nie dabei. Er sagt es, er fängt wieder mit Let's Plays an und dann kommt für eine kurze Zeit raus und dann ist nichts mehr. Und genau das ist das. Ja, leider. Deswegen glaube ich auch nichts mehr, was er sagt. Ja. Nicht schon wieder. Weil das nur heiße Luft ist. Vor allem gestern im Radio kam so ein blödsinniges Horoskop und eigentlich glaube ich an. Ja, was heißt eigentlich? Ich glaube ja nicht, was in Horoskopen steht, weil es mir einfach scheißegal ist. Und da stand sowas wie: Ja, Wassermänner, passt auf, ihr werdet in nächster Zeit ziemlich aggressiv sein. Oh, die Karte, geil, danke. Was meint ihr? Bin ich aggressiv? Ja, aggressiver als sonst. Ja, da wird der Wolf bissig. Naja. Nicht das Funkelding. Nein, ich will die Sola haben. Das ist jetzt unfair. Toll. Es ist No-Hit nicht möglich. Naja, die ziehen ja keine Energie ab. Aber es war ein Hit. Auch wenn ich keine Energie verloren habe, aber ich habe einen Hit. Es ist Not möglich. Ja, du kannst ja warten, bis die in der Mitte sind und dann außenrum laufen. Es kann immer gut sein, dass sie in der Mitte bleiben. Lass mich raten, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Doch, komme ich. Schauen wir mal, wie lange er fängt diesmal dranbleiben wird. Ich schätze so maximal eine Woche. Oder nee. Wetten können angenommen werden. Oder nee. Ich würde sagen so etwa... Ja, was würde ich sagen? 3 Wochen bis 1 Monat. Danach ist er wieder weg für 20 Jahre. Ja, toll. Wie komme ich da denn hin? Ja, mehrere Blöcke kannst du ja nicht schieben dann, ne? Ja, deswegen. Ach ja, der Trolloleuro. Ja. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Dieser Raum trollt dich. Arsch, so, ach ja, hier ist der Boss, aber du kommst nicht hin. Ich schiebe euch auch gleich was in den Arsch, aber es wird wesentlich schmerzhafter. Ich kann ja mal später sagen, warum das ein Trollraum ist und warum dann denn überhaupt eine Leiter überhaupt vorhanden ist. Wahrscheinlich ist das die Leiter zum Boss, zum letzten Endboss. Und weil da man sowieso nicht hinkommt, so ja, da ist der letzte Endboss, aber du wirst ihn nie erreichen, Spaß, hahaha. Naja. Wer sagt, dass das ein Hinweg ist? Ich raste gleich aus. Das ist ein verkacktes Labyrinth. Wobei, der Wassertempel ist schlimmer, ich will nichts sagen. Der Wassertempel? Ja. In Ocarina of Time? Ja. Der ist gar nicht schlimm. Den finde ich ziemlich einfach. Der ist kacke. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Geil. Mein, der Wassertempel hat eine gute Musik. Und er sieht auch irgendwie stylisch aus. Aber er ist einfach so scheiße. Ich mag die Rätsel im Wassertempel. Oh, ja, komm, berühre mich, danke. Schnell durch. So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Wieder? Perfekt. Um den Part zu beenden. Ich glaube, ich hole mir irgendwie noch so eine Drogendosis dann draus. Das war Zelda 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Tschüss. Ciao.